war mir Klaus Bischoff, Großmeister Klaus Bischoff, ehemaliger deutscher Meister, gebürtiger Ulmer, großer Eintracht Frankfurt-Fan. Er versorgt hier die deutsche Kommentare für das Publikum vor Ort in Karlsruhe. Und wir wollen mal kurz mit dem Klaus reden über die Partien von gestern aus der zweiten Runde. Da waren ein paar Highlights dabei, zum Beispiel Carlsen gegen Aronian. Hast du verstanden, was da los war? Nein, natürlich nicht. Das war unglaublich schwierig. Und die Engine, die ich zwischendurch trotzdem ein wenig benutzt habe, hat mir auch nicht weitergeholfen. Also für mich sah es so aus, wie wenn Carlsen in Zeitnot hätte gewinnen können, aber da ist er auf sicher gegangen. Er hat sichergestellt, dass er mit mindestens Dauerschach dasteht nach der Zeitkontrolle und dann hat es knapp nicht gereicht. Ne? War eine sehr interessante Partie, aber ein Remis. Wir hatten noch drei Partien, die auch einen Gewinner hatten, zum Beispiel Caruana gegen Neidic. Ja, das war eigentlich schade für den Arkadi. Der hat nur einen ungeschickten Zug gemacht, dieses Dame D2, B4. Und das hat dazu geführt, das hat ihn garantiert 6 Tempi gekostet. Der stand dann mit dem Springer am Rand blöd und mit der Dame am Rand. Und dann, als alles wieder in Ordnung war und ich eigentlich dachte, das wird jetzt bald Remis, muss er einen Fehler gemacht haben und ist dann wirklich sehenswert erwischt worden im Königsflügel. Ne? Dann der zweite Sieg von Hu Yifan. Überraschend für dich? Nicht, dass sie gewonnen hat, ist überraschend, sondern wie es zustande kam. Also ich glaube, sie hat zwischendurch wirklich sogar ein, zwei richtige Ungenauigkeiten gemacht. Sie hat dann so eine Fesselung zugelassen mit Springer C4 und das driftete in ungutes Fahrwasser für sie. Aber als dann der Georg Meyer in Zeitnot vom rechten Weg abgekommen ist, hat die entsetzlich draufgehaut. Ne? Genau, und dann noch die letzte Partie, die auch wieder sehr lang gedauert hat und du Ausdauer bewiesen hast in der Kommentierung, die letzte Partie, die Dan Blühbaum verloren hat noch. Ja gut, da hat er es von Anfang an schwer gehabt. Also ich weiß nicht, was da neu war, ob dieses Konzept mit B4 bereits neu war. Und Blühbaum hat gut reagiert, aber es war trotzdem so, dass er in so eine Stellung geriet, die einfach ein Spiel auf ein Tor war. Und Bachelard Graf ist ein guter Mann, der hat es dann langsam aber sicher ausgenutzt und das, obwohl Blühbaum wirklich, wie man es eigentlich machen soll als Verteidiger, einen gegnerischen Bauern nach dem anderen abgetauscht hat. Zum Schluss war es nur zwei gegen eins und trotzdem ging es verloren. Ne? Genau, jetzt noch kurz ein Wort zu dem Open. 1200 Spieler, hast du schon sowas gesehen? Nein, natürlich noch nie. Also ich habe vielleicht mal in Bad Wiessee mitgespielt, da hat man immer 500 gehabt und das galt damals als groß. Oder der Berliner Sommer galt als riesig. Aber 1200 Spieler gab es, glaube ich, auf einem Haufen noch nie. Ich kann es nicht nachprüfen. Am Anfang vom Turnier ist behauptet worden, das sei das größte weltweit dieser Art. Mag ja stimmen. Es ist jedenfalls eine tolle Geschichte. Und ich glaube, die Leute haben Spaß auch an dem Großmeisterturnier. Ja, das denke ich auch. Und mal ein kurzes Wort zu der dritten Runde. Das Highlight wird wahrscheinlich auf jeden Fall für die Presse Yifan gegen Carlsen sein. Was sind da deine Erwartungen von der Partie? Ja gut, das ist ja immer schwer. Das geht ja in Richtung Hellseherei. Es ist ja klar, Carlsen ist jetzt eigentlich in der unangenehmen Situation, dass er versuchen muss, mit Schwarz gegen die Yifan Yu zu gewinnen. Und das ist ja von Haus aus nicht einfach, dass sie gegen die Berliner Variante sehr gepflegt nichts tut und nichts falsch macht. Das haben wir in der ersten Runde gesehen. Er muss sich was Besseres einfallen lassen. Alles klar, dann warten wir mal ab. Vielen Dank erstmal für dieses Fazit. Es war mir ein Vergnügen.